Mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt, bis zum Rand und übers Meer dich hält hier nichts mehr. Hallo und guten Morgen. Die letzten paar Tage hatte ich auf Hormus Urlaub gemacht, auf so einer kleinen Insel. Und jetzt geht es für mich weiter Richtung Pakistan. Das heißt, jetzt fahre ich wieder Richtung Norden, ein bisschen Richtung Nordosten. Und das Wetter hat sich auch so ein bisschen geändert. Vielleicht sieht man das hier, jetzt ist es mittlerweile ziemlich neblig und hat die letzten paar Tage geregnet. Also war es das jetzt mit dem guten Sonnenschein und mit dem guten Strandwetter. Ja, ich packe jetzt hier gerade mein Zelt zusammen und dann geht's weiter Richtung Zaidan. Das ist der nächste Ort an der Grenze. Und von dort aus werde ich dann mit einer Eskorte weiter nach Pakistan fahren. Also das wird auf jeden Fall ziemlich spannend werden. Und wenn ich ehrlich bin, geht mir da auch so ein bisschen der Kackstift, weil das schon eine gefährliche Gegend ist. Da darf man gar nicht alleine fahren, sondern wird immer mit der Polizei eskortiert. Aber erstmal muss ich da hinkommen. Es geht jetzt noch einmal schön steilen Berg hoch auf 2000 Meter. Und ja, heute geht es noch flach und morgen geht es dann den Berg hoch. So, wie jeden Morgen kommen auch ein paar Schafe hier vorbei. Inklusive Schäfer, der gerade da hinten steht. So, mittlerweile ist der Nebel auch weg und man hat wieder klare Sicht. Leider ist die Landschaft nicht ganz so spannend heute. Heute habe ich 90 Kilometer gerade Strecke vor mir, schön im Flachen, und danach geht es halt richtig steil den Berg hoch. So, jetzt muss ich mal gucken, wie es heute läuft, aber es sieht ganz gut aus. Hey, I just want to make a picture. Yeah, no problem. Heute war ein ziemlich erfolgreicher Tag. Heute habe ich ziemlich viel geschenkt bekommen und ich musste dafür auch im Gegensatz viele Selfies machen. Aber ist ja kein Problem. Aber das ist ja kein Problem, wenn man auch mal ein paar Orangenschnatter geschenkt bekommt. Auf jeden Fall bin ich jetzt in der Stadt Jiraft. Ich hoffe, man spricht es wirklich Jiraft aus. Und ich werde mir jetzt noch was zu essen kaufen für heute Abend. Und anschließend werde ich aus der Stadt rausfahren, um mir einen Platz zum Übernachten suchen, da mittlerweile auch schon die Sonne untergeht. No, no, Farsi. You asked the Algari. Picture. Okay, okay. Nachdem es gestern alles ziemlich flach war, hat sich das jetzt heute komplett geändert. Jetzt bin ich hier mitten im Gebirge. Heute stehen 1550 Höhenmeter bei 36 Kilometern an. Und so 500 Höhenmeter habe ich schon geschafft, also ich muss mal gucken, ob ich das heute komplett schaffe. Sieht gerade nicht so aus, deshalb muss ich irgendwo schauen, dass ich irgendwo ein bisschen neue Lebensmittel bekomme. Ab und zu bekomme ich mal Orangen geschenkt, aber das reicht halt leider nicht aus. Ah, your friend is from Germany. Oh, yeah. Cool, super, nice. Okay.
habe jetzt schon gut die Hälfte geschafft. Jetzt habe ich noch 700 Höhenmeter vor mir. Leider ist die Straße auch nicht so schön. Das ist halt eine stark befahrene Straße hier. Und da muss ich jetzt halt durch. Das ist nur das Ende des heutigen Tages. Die Sonne ist auch gerade dabei unterzugehen. Man sieht es leider nicht hinter den Wolken. Und ich habe hier einen Platz gefunden, direkt neben der Straße, so ein bisschen uneinsichtig. Ist nicht der beste Platz, aber hier im Gebirge ist das jetzt nicht so einfach. Ich bin jetzt auf 2000 Meter hoch und man merkt das schon, so langsam wird es richtig kalt. Ich gucke mal, dass ich ein bisschen Holz finde, dass ich mir ein kleines Lagerfeuer machen kann, kein großes, aber damit mir ein bisschen warm wird. Dann baue ich mein Zelt auf, koche was zu essen und dann war es das für heute. Drüben sieht man auch die letzten Reste des Sonnenuntergangs. Man sieht auch die Wolken. Ich hoffe mal, dass das keinen Regen gibt heute. Ach, guten Morgen. Es ist gerade saukalt hier oben, also knapp um die 0 Grad rum. Und ich packe jetzt meine Sachen zusammen. Hab noch einen kleinen Anstieg vor mir, 350 Höhenmeter, ein Klacks also. Mittlerweile geht es aufwärts. Ich habe es fast geschafft. Das hier ist die Landschaft, die ich gerade durchfahre. Und da drüben, dieser Scharte ist der Pass, wo ich gleich durch muss. Das ist hoffentlich die höchste Stelle. Da drüben aus dem Gebirge bin ich jetzt gekommen. Und jetzt hat die Landschaft sich komplett verändert. Es ist hier alles flach. Und es ist saukalt. Ich friere mir gerade so dermaßen den Arsch ab. Wow, aber es geht bergab. Das ist doch eine gute Sache. Ah, oh, now I'm going to Saidan. Saidan? Yes. So, not to... drink tea. Oh, thanks, I just had some tea, but really nice from you. So, okay. Do you need help? Now I'm good, I just checked the map, so. Thank you for stopping. Yeah, you too. Bye. Das ist gerade eine super surreale Landschaft. Zwischen den ganzen Dattelpalmen ragen überall die Steinsbrocken hoch. Auf der anderen Seite, direkt neben der Autobahn, sieht man das auch. Habe ich so noch nie gesehen vorher. Ich bin immer noch auf dem Weg nach Zaidan. Das ist die letzte Stadt vor der Grenze nach Pakistan. Und der Großteil der Strecke führt mich dann parallel zu einer Wüste. Und ich habe schon alle Karten kontrolliert und nachgeschaut. Anscheinend gibt es da überhaupt keine Stelle, wo ich mein Wasser auffüllen kann oder wo ich Lebensmittel auffüllen kann. Deshalb habe ich jetzt schon für 3 Tage Lebensmittel eingekauft. Ich muss jetzt nur noch mein Wasser auffüllen. Und vielleicht habe ich ja Glück und ich kenne auch unterwegs was zu trinken. Aber wenn ich Pech habe, dann nicht. Oh, thank you. Oh, thank you. Yeah, what's your name? Mohammed. Mohammed. Thank you, Mohammed. Ich habe jetzt hier vorne an der Raststation mein Wasser aufgefüllt. Ich sollte jetzt erstmal genug für 3 Tage haben. Ich denke aber mal, dass ich zwischendurch was organisiert bekomme. Das heißt, ich habe jetzt nicht super viel mit. Muss ein bisschen sparsam mit meinem Wasser sein. Das wird schon irgendwie gehen. Aber es gibt hier gerade gar nichts. Es ist einfach nur flaches Land. Soweit das Auge reicht, nichts. Cool. Ich finde es super.
Dabei ist die Sonne schon fast untergegangen und es wird Zeit, dass ich einen Platz zum Übernachten suche. Es gibt hier immer noch nichts und davon jede Menge. Also es wäre ganz gut, wenn ich irgendwas finde, wo ich mein Zelt ein bisschen verstecken könnte, damit nicht irgendwelche stoppt und dann, ja. Ich versuche jetzt mal da vorne bei den Büschen was zu finden. Ich hoffe mal, man kann über den Untergrund hier gut fahren, dass ich hier nicht zu sehr einsacke. Aber die Sonne ist jetzt schon fast weg und es gibt hier jetzt tatsächlich nichts. Ganz da drüben, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ist die Straße, wo die LKWs da noch fahren. Man hört aber fast gar nichts davon. Und ich habe ein bisschen Glück, weil es gibt hier tatsächlich Holz. Das ist ziemlich trocken. Da habe ich schon ein bisschen was zusammengesucht. Das reicht auf jeden Fall für ein kleines Lagerfeuer. Brennt wahrscheinlich wie Zunder. Aber schon mal Jackpot, oder? Besser geht's doch gar nicht. Ich sollte hier nur wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, wenn ich irgendwas hochhebe, dass da keine Skorpione drunter sind. Ich glaube, das ist die typische Gegend, wo man auch Skorpione treffen könnte. So, ich habe hier jetzt gerade schon mal ein Zelt aufgebaut und das ist eigentlich perfekt, dieser Platz. Hier ist gar nichts, hier ist total still. Man hört noch ein bisschen die Autobahn da vorne, aber ich hoffe mal, dass gleich die Autos weg sind, wenn es ein bisschen dunkel wird. Die Temperatur ist perfekt, es ist windstill, es regnet nicht. Wow. Also, ich bin gerade schwer beeindruckt von der Wüste. Ich gebe euch mal einen 360 Grad Rundumblick. Schönen guten Morgen. Es ist gerade saukalt hier in der Wüste. Ich koche mir hier ein bisschen Kaffee, mache mir ein bisschen Brot, weil zu kalt ist, liege ich immer noch im Schlafsack. Und ich warte jetzt, dass die ersten Sonnenstrahlen von da drüben, dass die jetzt alles ein bisschen wärmer machen. Und ja, dann packe ich mein Zelt zusammen und dann geht es direkt weiter ins Nichts, in die Wüste. Geil. Das ist auch leider schon das Ende dieser Episode, aber schon nächste Woche geht es weiter. Wenn du noch mehr von meiner Reise sehen möchtest, auf Instagram mit meinem Account tourwheeltravel.de findest du aktuelle Bilder von meiner Reise und von meinen Campingplätzen. Auch ohne Instagram kannst du die Bilder sehen. Geh einfach auf meine Webseite www.tourwheeltravel.de und findest dort alle möglichen Informationen. Dort findest du auch meine zuletzt gefahrenen Etappen oder folg mir einfach direkt auf Strava. Auch wieder findest du den Link in der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite. Falls du meine Reise unterstützen möchtest, mit nur 1 € im Monat sorgst du dafür, dass die Reise noch sehr lange andauert. Den Link dazu für Steady findest du auch wieder in der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite. Und wenn du mich einmalig unterstützen möchtest, kannst du das genauso über PayPal tun. Und auch dazu findest du wieder alles auf meiner Webseite oder in der Videobeschreibung. Ja, dann danke, dass du virtuell mit mir mitfährst. Und nächste Woche geht es schon wieder weiter, um neue Länder und neue Leute kennenzulernen. Bis bald!